Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Resident Evil 3, dem Remake, zum Krankenhaus. Wir suchen immer noch eine Heilung für Jill, die ja infiziert wurde im letzten Teil. Also im letzten Part. Und deswegen müssen wir uns hier durchs Spencer Memorial kämpfen. Ja, und das war es auch schon mit der Rückschau. Weit sind wir nicht gekommen. Bong, weil es hier sehr viele gruselige Geräusche gibt und ja. Ich werde bestimmt noch ein paar Mal erschreckt werden. Das kommt bestimmt vor. Und ich sollte so nicht sitzen. Oh, wie ich gerade sitze. So, alles mal richten. Ein bisschen wieder reinkommen. Hey Doktor, wo sind die? Ich bin extra aus dem Wartezimmer, aber irgendwie. Herr Doktor? Ah ja, hier hinter dem schusssicheren Glas, da war ja was. No, no. Ich glaube, der will was von mir, aber ich weiß nicht was. So. Gut. Genau, von da sind wir gekommen, ne? Genau, das konnte ich ja nicht machen. Da kommen wir nicht durch, genau. Da ist die Tür, wo man nicht durch kann. Das ist richtig. Aber ist hier nicht noch was? Ah. Ah ja. Genau, hier wurden wir gejumpscared mit dem Zombie, der von der Treppe fiel. Fand ich auch mal wieder brüllend. War der Brüller des Jahres. So, und ab hier können es wieder Zombies geben. Also, muss nicht. Die können auch wegbleiben. Oh Mann, die haben hier schon wieder Party ohne mich gefeiert. Und es gab wieder Erdbeertorte. Die haben die Erdbeeren ohne mich genascht. Gibt's doch nicht. Ach, ich habe ja gar keine Pistolen mehr, Munition mehr. Du darfst nicht vorbei. Ach, du bist das, der. Du hast da gedingst. Ach, egal. Hätte ich auch mit Messer machen können. Mason. So, wo muss ich hin? Hm, nach rechts geht's nicht, das weiß ich ja. Ah, Karte des Krankenhauses. Hier ist ein Aktenraum, hier ist ein Belegschaftsraum. Schwesternstation, Krankenzimmer, Behandlungszimmer und Wäschekammer. Okay. Wer wird hier schon drin sein? Wirklich keiner? Ist das hier ein Safe Room? Da hätten wir ja beim letzten Mal schon hier hochgehen können. Hm. Naja. Weiß man ja vorher nie, ne? So, was haben wir denn? Die können wir hiermit kombinieren.
Oh, ich habe wieder Pistolenmunition. Kassettenrekorder? Ah ja. Moment. So, die packe ich auch mal. Oder nehme ich die mit? Hm. Gute Frage, ne? Aber wir können hier mal die Pistole nachfüllen. So, da hinten liegt auch noch Muni. Ich nehme Muni. Oh, geil, Polizei. Pistolenmuni. Finde ich immer am besten. Pflegetagebuch, 27. September. Wir haben mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, Fieber, musitierendes Delirium und Anzeichen von Hyperphagie. Möglicherweise eine Infektion. Haben alle Antiseptika ausprobiert. Immer noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zurückbekommen. Nochmal nachfragen. Dr. Yang wurde gebissen, als er einen der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile ist in der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delirieren? Keine Ahnung. Und werden zunehmend gewalttätiger. Also von Delirium, das Verb. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die dienstfrei hatten. Jetzt heißt es, alle Mann an Bord. Wir müssen dieses Chaos eindämmen. Was nicht eindämmbar ist. Ich meine, das ist eine Zombie-Apokalypse. Das kriegt ihr so nicht weg. Wissen wir ja, weil am Ende dann eine Bombe fällt. Ach hier. Mit einem Dings. Mit einem Rauch steht so ein Kraut und ich sehe es nicht. So, einmal bitte kombinieren. Und wieder verstauen. Genau. So, aber jetzt ist der Raum clean. Tricky, es gibt keinen Keks. Ja, ich habe das mitbekommen. Ich bin nicht nur am Zombies abschlachten. Sag mal, warum lädt mich denn nie einer ein, wenn es Erdbeerkuchen gibt? Die matschen den hier gegen die Wand wie sonst was. Aber zum Essen lädt man mich nicht ein. Hallo, ist noch Kuchen da? Ich nehme auch Torte. Sicher, dass du nicht tot bist? Sicher, dass ihr nicht tot seid? Oh. Tricky, weg da! Nein! Ab! Nicht vor der Linse! Leg dich hin! So ist fein. Ja, bei jedem anderen Spiel auch, aber nicht bei dem. Oder kommen die gleich, wenn ich da durchgegangen bin? Ich gehe, glaube ich, doch nochmal ins andere Zimmer, ne? Was haben wir denn da? Hm. Oder? Hier liegen so viele Zombies rum, dass das muss Ding sein. Okay. Vielleicht komme ich hier hinten ja auch gar nicht durch. Okay, nicht hier lang. Echt nicht? Okay. Ich weiß, warum er das sagt. Ah, verschlossen. Ach nö. Oh. Oh.
Will ich das? Gesundheit. Ach, da komme ich eh noch nicht durch. Okay. Ich gehe woanders lang. Tschüss. War nett mit euch. Okay, dann müssen wir doch da hinten lang. Gesundheit. Okay, dann nehme ich mir mal ein bisschen Muni mit. Die paar Schuss, die ich da reingeballert habe, in die Truhe. Nein, Truhe. Carlos, nicht speichern, Truhe. Danach können wir immer noch, aber, ne? Jetzt, wo wir alles entdeckt haben. Das wollte man Nisa werden. Unterdrücken ist ungesund. Ne, Tricky? Okay, hier haben wir auch was. Pflegetagebuch, 29. September. Wir haben es versucht. Ich schwöre bei Gott, wir haben es versucht. Aber es gibt nichts mehr, was wir machen können. Das Chaos ist komplett außer Kontrolle. Die Opfer kommen jetzt in Scharen und sie sterben und verbreiten die Infektion schneller, als wir sie erreichen können. Wir haben alle Versuche aufgegeben. Diejenigen von uns, die nicht infiziert sind, haben uns hier verbarrikadiert. Anscheinend nicht sehr gut. Wir können die Hilfeschreie draußen hören, das Kreischen, aber niemand von uns will da rausgehen, denn das wäre unser Ende. Ich kann nicht glauben, dass wir unseren Patienten aufgegeben haben. Das ist die schlimmste Sünde eines Krankenpflegers. Ich kann nicht aufhören zu zittern, aber ich will leben. Ich will leben. 21 Uhr. Wir haben einen Helikopter bei uns fliegen gehört und sind uns sofort weinend in die Arme gefallen. Wir dachten, ein Rettungsteam sei unterwegs. Aber dann entfernte sich das Geräusch wieder und das Einzige, was uns geblieben ist, ist das Gestöhne der Toten und die stillen Schreie in unseren Herzen. Wir verlieren ja alle langsam den Verstand. Dr. Young, Ariana, Miranda, Dakota, es tut mir so leid, dass ich euch nicht retten konnte. Etwas kommt. Hilf! Und dann... Ja, ich hab doch gesagt, es hat nicht viel gebracht. Och nö! Memo von der Verwaltung. Regeln zur ID-Karte. ID-Karten dürfen das Krankenhausgelände unter keinen Umständen verlassen. Nach unseren Sicherheitsvorschriften müssen alle Mitarbeiter ihre ID-Karten in ihrem persönlichen Schließfach verstauen, bevor sie nach Hause fahren. Vielen Dank. Die Verwaltung, 20. September. Schlüssel der Umkleide vermisst. Der Schlüssel der Umkleide ist verloren gegangen. Die letzte Person, die ihn hatte, hat ihn womöglich im Innenhof verloren. Bis er wiedergefunden wird, wird im Büro der Verwaltung ein Ersatzschlüssel aufbewahrt. Bitte melden Sie sich bei der Verwaltung, um ihn am Ende ihrer Schicht auszuleihen. Die Verwaltung, 24. September. Achso, ich brauche erst einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Hä? Okay. Ach, der Schrank, ja. Ah, ich muss in den Innenhof. Okay, ist nichts drin. Das ist ja nett. Ja. Carlos, ich fühle mit dir. Was das angeht, bin ich total bei dir. Ich bin da irgendwie auch. Also Krankenhäuser sind aber auch immer so ein bisschen gruselig, ne? So, das heißt, wir müssen in den Innenhof. Mit so Zombie-Kram, Statuten. Und diese ganze Zeit dieses BÄM. Dieses DONG. Ja, ich weiß. Inseninnenhof.
Nein! Du solltest doch noch nicht. Geh da wieder rüber. Arschloch. Ah, der Schlüssel. Hier ist der Key. Und gleich passiert was. Nee, ist das von woanders. Ah, wir sind jetzt hier. Ja. Ich habe keine Lust. Oh. Wir sind jetzt hier. Ja, ich weiß, dass du da bist. Sag mir das nicht. Ich weiß es noch. Nein. Nein, bitte nicht. No, 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 no. No? Nö? Nöchen? Please, no. Warum bin ich wieder so angespannt? Ich weiß es nicht mal. So viele Zombies. Ihr steht nicht auf, oder? Schließ dich hier ein, Carlos. Ich weiß, du willst Jill retten, aber... Do it. Just do it. Ah! Es funktioniert auch immer wieder. Oh, den Hut, den kennen wir. Ist das nicht so ein Mr. X-Hut? Das ist doch der Mr. X-Hut. Oh, Herz, beruhigt dich. Es ist nichts passiert. So. Nachladen. Nein, bitte nicht. Noch nicht. Nein! Bitte, lasst uns Freunde sein. Karl? Bist das du? Schuss. Warum? Ja, du magst Karl auch nicht, ne? Ah.
Ah, Tricky weiß nicht, was abgeht. Frauchen hat Angst vor was und sie weiß nicht, was abgeht. Keine Sorge, das ist nur in-game. Ja. Ist nur in-game. Oh. Meine Güte. Was packen die hier noch für Monster aus? Das hat mich erschreckt. Das heißt ab jetzt Karl. Also alle anderen fortlaufenden Monster, die genauso aussehen, heißen auch Karl. Den haben sie jetzt weg. Einfach nur, weil ich mich erschreckt habe. Oh nö, der ist ja immer noch da. Der klopfende Zerklopfer. Was? Nein, es gibt mehr als ein Karl. Es gibt mehr als ein Karl. Fuck. My life. Was war da denn? Ach so, ein Tresor. Oh, ein Tresor. Moment. Ihr bleibt still, ne? Ich will mir den Tresor holen. Da ist bestimmt was Cooles drin. Jo, Resident Evil 3. Coach. Ja, ist in Ordnung mit Werbung, bla bla bla. Nein. Links 9, rechts 3, nur. Okay. Wenn ich leise bin, hören sie mich nicht. Ihr klopft nur, ne? Oh, hi! Oh, nö. Also, solange es nur Zombies sind. Und nicht Karl. Der Dicke. Ach, da oben steht der Tresor. Oh. Jetzt kommst du doch rein. Arschloch. Notiz über Kassettenaufnahmen. Ach, da ist sie. Der Coder, ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B. passiert ist. Sein Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah Abbott etwas von einem Spind in der Schwesternstation mitgehen und damit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde... Oh. Ja, yeah, danke. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, reinzuschleichen, um mich umzusehen. Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Mir ist es egal, wie wichtig Dr. B. für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Verspreche, ich lasse sie die Beweise nicht zerstören. Er ist ein Schwein und ein Arschloch und er wird seinen Tag vor Gericht bekommen. Bleib tapfer, bleib stark, ein Freund. Moment. Einen Moment. One moment, please. Okay. So, links 9, rechts 3. Was ist denn da drinne? Oh! Doppelmagazin! Nice! Cool! Nehme ich doch gleich. Einmal kombinieren, Tricky. Weg mit deinem Dings. Weg mit dem Kopf. Ab! Los! Danke. So, was haben wir da denn noch drin? Ich meine, die wollten da ja unbedingt raus. Also muss hier geiler Stuff drin sein. Wolltest du nicht mit den anderen laufen? Nee, wolltest du nicht. Okay.
Oh. Doppelt hält besser. Ah, hier ist noch was. Doppelt hält besser. Ah, hier. Mitten im Raum. Eine von diesen Gebirgspflanzen. Ach, hier ist die andere Tür. Die geht in denselben Raum. Lol. Okay. So, das haben wir alles. Was ist denn da eigentlich noch? Da ist noch Munition, die habe ich liegen lassen. Wegen Karl? Ich hoffe, die stehen nicht wieder auf. Jetzt, wo ich nur die Munition holen wollte. Wo liegt denn die? Da vorne. Dudes. Liegen bleiben. Dankeschön. Okay. Karl, du bist hässlich. Oh, ich habe jetzt 64 Schuss. Im Lauf. Ja, stimmt, ich habe ja auch das doppelte Magazin bekommen. Haha. Ups. Na, mal vorbei mit dir. So. Hey, Karl. Und Karl. Ihr wollt mich nicht. Ihr wollt mich ja einfach nicht. Ich gehe auf Nummer sicher. Mit dem Messer. Okay, da haben wir definitiv was. Ah, ja. Wo war die Medizin? Die war hier. Warte, wie viel Platz habe ich eigentlich noch? Hätte ich auch mal ablegen können. Moin, Karl. Moin, Karl. Hab ich doch vergessen, das abzulegen. So, jetzt können wir wieder rennen. Und das mit dem Karl ziehe ich ernsthaft durch. Ihr wisst, in Resident Evil 2 hatte ich einen Zombie auch einen Namen gegeben und das habe ich auch durchgezogen. Ich weiß zwar nicht mehr, wie der heißt, aber... Der hatte doch Frau und Kind und... Was ich ja nicht alles ersponnen habe, was der mir uns alles erzählt hat. Und das ist jetzt einfach Karl. Punkt aus Ende. So, das kann da rein. Dann kann das da rein. Dann kann das dahin. Ja. Dann können wir das hier auf die Dings machen. Ich glaube, wir brauchen die Granate lieber besser als die Blendgranate. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part, weil wir haben es jetzt eine Minute vor Schluss und die eine Minute macht den Code jetzt auch nicht fett. Dann kann man wenigstens speichern und dann kann ich den Part beenden und ja, wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Stadt legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Gebäude brennen, Menschen werden verprügelt, Geschäfte geschlossen. Mehrere Wunden über dem Land angerichtet.
Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird.